Lieber Relax666, ich verfluche dich aufs Äußerste. Aber zuerst die wichtigen Dinge im Leben. Und zwar, ich wurde wiederholt gefragt, auch wenn ich quasi in der letzten Folge schon eine kleine Antwort gegeben habe, warum kann Schuldner seine Monado-Fähigkeiten einsetzen? Wenn man ins Menü geht und guckt, was er ausgerüstet hat, heißt das Ding Monado-Kopie. Die Machina haben sich also wahrscheinlich gedacht, Mist, wir brauchen jemanden, der die Welt rettet und das kann nur der Schulk sein, aber der Schulk hat sein Monado nicht mehr und deswegen sind wir die Machina, wir haben die Technologie von Panasonic kopiert und haben ihm eine neue Waffe gebaut. So, eine andere Frage war die, hat das Herz eine Tür eingebaut? Nein, es ist eine Herzklappe, wo das Blut entweder rein oder rausgesaugt oder gepumpt wird. Deswegen kann man hier rein. Die Klappe ist etwas klein, denke ich. Welcome to my world. I must say, I am surprised. Zanza's vessel truly does have a will of its own. Dein Hintern auch. And looking quite sprightly. Genau. I'm still alive. I won't die. Not yet. And that's why we're here. Everyone who lives in this world has a life. So, it shouldn't be threatened by anyone. We'll never give in to Zanza. So full of passion. Well, if it's life you're looking for, I'll show you true life. Das ist Spider-Telestia. Er lebt noch. Kallion! Brother! There is no use in calling. It worked before, but now his transformation is complete. He is my adorable servant. Da knurrt der Magen. Do you know the meaning of the word telethia? Hunger leider. It means that which eliminates impure life. Ah! Impure life, just like you. That which Lord Zanza does not require shall be extinguished from this world. So, braucht doch die Lebewesen, um wiedergeboren zu werden. Vom Boss-Time gegen Seymour Flux. Was anderes meine ich. So, bevor ich jetzt aber was dazu sage, das Spiel. Der Gegner hat eine bestimmte beschissene Eigenart. Und zwar ruft sie direkt zu Kampfbeginn vier, glaube ich, von diesen Nebula-Gegner-Einheiten zu. Das Problem an Nebula-Gegner-Einheiten ist, dass sie sehr resistent gegenüber physischen Angriffen sind und eigentlich nur so richtig empfänglich gegenüber Ether-Angriffen sind. Das Problem ist, dadurch, dass die Schrapnelle diese Viecher hier beiruft, gibt sie sich selber einen physischen Schild, wodurch sie sehr wenig Schaden einsteckt. Also physischen Schaden, was mit dieser Gruppe hier schlecht zu absolvieren ist. So aus dem Grund, der Relax666 hat mir eine Herausforderung auf den Leib tätowiert, mehr oder weniger. Und zwar, dass ich diesen Gegner hier besiegen soll mit einer nicht Melia und nicht Ricky beinhaltenden Gruppe. Das andere Problem ist, der Gegner hat mehrere oder kann mehrere verschiedene Statusveränderungen negativ herbeirufen, beispielsweise das Umwerfen. Ich hingegen, ja, Umwerfen, Panik und noch anderen lustigen Krams. Und der Gegner hat die blöde Eigenart. Nein, ich hoffe, ich kann mich noch irgendwie hier hochheilen. Oh, ausgezeichnet. Ich muss erstmal die Viecher hier weghauen, bevor. Nein! Na, das ist ganz zu spät für die Eigenart. Ich muss erstmal diese Novae hier, beziehungsweise die, ja genau, Novae weghauen, damit ich hier irgendwie großartig was anhaben kann. Deswegen muss ich hier andauernd auf die Gegner umswitchen und hoffen, dass der Bossgegner, also, wie heißt der noch gleich, hier Schrapnell da, mich so weit in Ruhe lässt, dass ich hier überlebe. Deswegen benutze ich auch die ganze Zeit mit Schuld die Rüstungsfähigkeit, wenn sie es irgendwie anbietet und zwischendurch die Shit. Ja, sie kann Techniksiegel verursachen mit ihrem Laserstrahl, was ganz beschissen ist, weil ich gleich vielleicht krepieren werde. Das macht aber nichts, dann meine Gegner, meine liebenswerten Nachbarn hier haben hoffentlich noch die Möglichkeit, mich wiederzubeleben. Techniksiegel. Ist sie jetzt in dem Fall? Oh ja, sie hat jetzt sämtliches Zeug verloren. Jetzt werde ich
Es ist das Problem mit dem Techniksiegel, ich kann nichts machen. Deswegen warte ich, bis es ausgelaufen ist, um eine Kette. Ja, es ist ausgelaufen, eine Kette zu starten. Ich habe ganz knapp überlegt, ich würde es nicht so machen, wie ich es hier mache. Würde ich nicht ein wenig überlevelt sein. Verdammt, das kann sie nicht. Dann mache ich jetzt hier diesen Mutschlag. Das erste, was ich jetzt versuche, ist, sie umzuwerfen, damit ich mehr Zeit bekomme. Ansonsten, danke, dass du mich in diesem kritischen Lebenspunktezustandspiel dazu treibst, dass ich sie nicht komplett ohnmächtig machen kann. Danke. Ich habe diesen Kampf hier mehrfach durchgespielt. Ob ich das überhaupt schaffe hier mit dieser Art und Weise, also mit ohne Melia oder Ricky, ohne großartigen Ätherschaden. Und da macht sie wieder die Elementarweite. Ja, meine Testruns sind wesentlich leichter vonstatten gegangen. Muss ich gerade mal ein bisschen mich umgucken, da sind die Dinger. Oh, das ist gut. Das ist gut. Jetzt komme ich hinterher noch mit. Das ist gut, dass Fiora ihre Supertechnik eingesetzt hat. Jetzt kann ich mit Schulk. Wie heißt es noch gleich? Schulk hat eine Fähigkeit. Wie heißt sie noch gleich? Zyklon. Genau, Zyklon macht da eh Schaden. Ist eine Äther-Quasi-Fähigkeit von Monado und deswegen habe ich es jetzt in Ergänzung dazu eingesetzt. So, jetzt hoffe ich, dass sämtliche Charaktere von mir auf den Quantum-Nebula hier vorne sich verstärken und hoffe, dass ich mit Schulk noch weiter quasi durchkomme. Normalerweise... Jesus Christ! Normalerweise, wirklich normalerweise, ich habe, ich glaube, was hatte ich gesagt, zwei Versuche? Kratz mich bitte... Danke. Da... Kratz mich auf, verdammt nochmal! Okay, sie ist in Panik. Versuch gescheitert. Es tut mir leid, liebe Zuschauer, ich habe versucht, diese Herausforderung anzunehmen. Ich habe sie zweimal vorher probiert. Sie hat zweimal vorher funktioniert. Weil ich ihr dann locker den Rest gegeben habe, weil die Kette gescheiter funktioniert hat. So. Müsst ihr mir einfach glauben. Aber es ist mir jetzt egal, jetzt nehme ich die andere Gruppe. Ich habe mir nämlich einen extra Speicherstand gemacht. Eine extra Gruppe, mit der es leichter funktioniert. Wie gesagt, ich hätte gehofft, ich könnte es, hätte es hinkriegen können. Aber nein. So, aber dieses Mal mit Melia und Ricky in der Gruppe. Und der Truppe sollte das wesentlich schneller vonstatten gehen. Deswegen, es ist authentisch, was ich jetzt hier mache. Deswegen werde ich die Sequenz überspringen. Und dafür seid nicht enttäuscht. Es funktioniert, wie gesagt. Aber ich habe jetzt ehrlich gesagt keinen Nerv mehr, das nochmal zu probieren. So, wir machen jetzt wieder... So, wir müssen nicht unbedingt auf die Viecher warten, weil wir mithilfe unserer Ätherfähigkeiten hier auch so quasi den Rest... Darf ich auch nochmal rumlaufen? Danke. Ich habe nämlich mit Melia hauptsächlich meine AE-Dots ausgerüstet, ausgestattet und werde damit quasi die Viecher hier nahezu gleichzeitig umbringen können, wenn der... Moment, der... Wo ist der dritte im Bunde? Habe ich sonst irgendwas vergessen zu Lorithia? Negativer Aspekt des Gegners ist, dass sie mich, beziehungsweise den anvisierten Tank, den sie quasi anvisiert hat, sehr leicht in die grüne Grütze, die sich hier am Rande des Kampfareals befindet, reindrücken kann. Und da ist nur lästige... AE-Kameraden, AI oder KI-Kameraden sind, wird sie die, oder werden die einfach drin stehen bleiben. Deswegen habe ich eben in, war das eben im Versuch, ich weiß es jetzt schon gar nicht mehr, meine Charaktere mal zu mir gerufen, beziehungsweise bin weggelaufen, einfach um es zu verhindern, dass sie, oder dass der jeweilige Charakter da reinläuft und drin stehen bleibt und deswegen quasi stirbt. So, jetzt habe ich Glück, lass mich hier dran vorbei, meine Güte. Was? Lass mich das durchführen. Meine Güte, ich hasse es, wenn sie reden und ich deswegen meine Superfähigkeit nicht durchziehen kann. So, die Fähigkeit ist Gott sei Dank gerade rechtzeitig. Jetzt habe ich Lorithia nicht mehr im Visier. Wieso kann ich Lorithia jetzt nicht mehr ins Visier nehmen? Das ist... Ah, wunderbar, endlich. So, jetzt werde ich ihr aber den Rest geben. Die anderen können quasi nichts. Sie nehmen zwar noch die Viecher, aber sie kriegen jetzt so ein bisschen AE-Schaden, beziehungsweise Dot-Schaden mit rein. Aber auf Lorithia kann ich ohnehin einfach. So, mit Melia und Ricky geht's wesentlich, wesentlich angenehmer. Wie gesagt, ich habe in meinen einzigen zwei Versuchen, wo ich mit der Schulkgruppe probiert habe, habe ich es hingekriegt. Und das einigermaßen leicht. Warum ich es jetzt genau in der Aufnahme nicht hinkriege, ich weiß es nicht. Tut mir leid. Es geht.
mit Rüstung und mit einem sinnvollen Einsatz von Zyklon beispielsweise. Funktioniert das? Aber ich habe halt Pech gehabt. Brother? Is that really you? Oh, I have longed to see you. I too, Melia. Brother, I must apologize to you and to everyone. Because of our transformation into Telethia. I am a princess, but I brought misfortune upon the High End here. You are mistaken, Melia. The Telethia gene lies dormant within us all. There was no escaping the cursed blood in our veins, sister. It was fate. That is why our father sought to dilute the bloodline. You are the hope of the High Entia. You will not transform into a Telethia. Even after the Bionis has reawakened, you can still succeed the Imperial line. You have the power to end our suffering. Knowing this, both I and father were happy to sacrifice ourselves. It was our choice. Brother. There is no need to fear. After all, this is precisely our wish. In the end, you are the only ones who can stop Zanza. Yes. Now, leave her to me. You must go. You must accompany Shulk. You! What have you done? Wir haben dich weiß gemacht. I have done nothing. This is your destiny. Wie Michael Jackson. Accept it with dignity. Genau. My body. It's Reggie. I was promised immortality. Immer das Gleiche: Geld, Frauen, Sterblichkeit. Brother. Melia, at long last I can be with father. You must now live your own life. The path you forge, the future you choose. That is the hope of the High Entia. Und starb. Thank you, brother. Your words will stay with me forever. His words? Oh, Ricky heard. Ricky heard Melly's brother. Oh, Kallion say, hope of bird people. Where Melly's brother? Oh, Ricky not see him, but Ricky hear him. Ricky. You too heard his parting words. Thank you. Ich meine, ich hätte noch Schala mit in die Gruppe nehmen können, aber... Melia. Das wäre dann, glaube ich, recht locker gegangen. Weil sie viel gut und gut heilen kann. Thank you for your concern. I am all right. Let us go and secure the future my brother so hoped for. We will. Together. Such a brave princess. Sie wird dir noch den Arsch aufreißen. Dixon! Don't look at me like that. I take time out of my schedule to send you off to a nice spot. And that's how you welcome me. What do you mean? I'll be waiting at Prison Island. I've picked out a lovely place to return your flesh and blood to the Bionis. Don't keep me waiting. See ya later.
Danke, dass du hergekommen bist und einen Teleporter aufmachst, damit wir überhaupt erst dahin können. We've got to get to Prison Island. Okay. Ich meine, es ist so. Dieser komische Tumor im Herzen ist jetzt erst aufgetaucht, weil er hergekommen ist. Sonst würden wir es niemals dorthin schaffen. Ich muss gestehen, es wurmt mich. Es wurmt mich jetzt total. Es wurmt mich unglaublich. Dass ausgerechnet von 3 Versuchen derjenige, den ich aufnehme, gegen Lorithia, weil ich vorher ein bisschen rumprobiere, der einzige ist, der nicht funktioniert. Aber ich hätte Schala mit reinnehmen können, weil sie erlaubt war, aber sie hat... Ich meine, es wäre wesentlich einfacher mit ihr geworden, weil sie einen mächtigen, mit dem Donnerschuss mächtigen Ether-Angriff hat, um so ein Ding wahrscheinlich mit einem Angriff aus dem Leben zu pusten und gleichzeitig richtig dicke Heilung bietet. Ich meine, ich hatte ja nur die Heilung von Schulk, diese mickrige Heilung, die ich alle paar Jahre mal raushauen kann. Hey! Ist das... It's Prison Island. So it has sunk into the Bionis head. Oh, Dundun. Ricky feel funny feeling from above. Ricky instincts say Dixon is there. Yes, I agree. Start praying to Zanza, Dixon. We're coming. Allmächtiger Zanza, bitte mach die Türen für die Herren nicht auf. Sie sind auf der Brücke der Trauer und weinen gerade. Ich bin echt gewurmt. Also, ich habe keine Bandwürmer oder sowas. Aber es wurmt mich wahrlich grausig. So, normalerweise würde ich eigentlich ganz gerne jetzt wieder mit meiner alten Truppe hier durch die Gegend ziehen. Aber es gibt... Das wollte ich nicht. Es gibt ein... Hör auf mit dem Cursor zu springen, wenn ich es nicht will. So. Genau, das will ich jetzt. Ich bin gerade rausgekommen. Ich überlege gerade echt, ob ich es nochmal neu aufzeichnen soll mit Charles in der Gruppe und ihn dann einfach einheize. Und das hat Akta-Lege, aber das wäre langweilig. Das wäre, glaube ich, langweilig. Ja. Aber es hat einen bestimmten Grund, weswegen ich hier Wutaffe. Deswegen ich hier mit Melia und der Ricky und Dunman-Truppe durch die Gegend ziehe. Wobei Dunman wäre jetzt austauschbar gegen was anderes. Nämlich, es gibt hier noch... wie soll ich es jetzt am besten beschreiben? Es gibt noch Gegenstände, die ich brauche für die Aufbauten in Kolonie 6. Und dazu muss ich Nebulas zerstören. Ich glaube, das ist eine Nebula-Art, die ich dafür kaputt hauen muss. Und die Dinger kriege ich schlicht und ergreifend nicht kaputt, wenn ich mit physischen Angreifern rumlaufe, weil bevor die sterben, explodieren oder lassen sie sich selber wie Bomber hochgehen. Elementalessenz war, glaube ich, nicht. Ich brauche irgendwas Spezielles. Und deswegen werde ich sie versuchen, hier so ein bisschen anzulocken und um... Es gibt 2 verschiedene Nebula-Arten hier. Ich werde versuchen, sie alle mitgehen zu lassen, mehr oder weniger. Und deswegen werde ich den gleich da hinten auch noch abfackeln. Nun werden wir das vielleicht nachher offscreen machen. Mal gucken, das dauert ja auch so ein bisschen. Und dann gucken, ob ich das kriege. Ich meine, das war eine Nebula-Art. Es gibt 2 verschiedene Nebula-Arten hier, von denen ich Dinge brauche. Und damit hat sich das. Ja, wir sind jetzt wieder auf der... Wie heißt die noch gleich? Gefängnisinsel. Und hat jemand von euch das vielleicht noch im Hinterkopf? Das erste Mal, als wir sozusagen in der Hälfte des Spiels die Gefängnisinsel betreten haben, wo Atlas, nee, ja, ist so ähnlich, Atlans, ich weiß es jetzt nicht mehr genau, da war, eingesperrt war, Todeslitschi. Ein Gegenstand, den ich jeden Fall auch noch brauche für was anderes, ich bin mir sicher, 10 Stück davon riechen noch besser als eines. Ja, ich brauche 10 Stück davon, kotzschwere Not. Jedenfalls, die Gefängnisinsel hatte ja irgendwie, so komische Gebilde und was aussah wie Teleporter und so ein Krams. Mal sehen, ob ich den irgendwie kaputt kriege. An den erinnere ich mich jetzt gar nicht. Ja, ein Elite-Nebula. Vielleicht kriege ich das ja hin, dass ich darüber die Gegenstände farmen kann. Davon brauche ich, glaube ich, insgesamt 3 Stück. Ich hoffe, das Vieh fällt hier nicht runter. Moment, kann ich das Ding jetzt nicht einsetzen? Habe ich das schon eingesetzt? Sehr gut. Erstmal Zugang. Das ist natürlich das Problem von Dunban, weil Nebula, denke ich, hauptsächlich irgendwelche oder Ether-Angriffe einsetzen und auch ein Dunban davor nicht so gut gefeit ist, in der Hoffnung, dass ich irgendwie die Gegenstände über die Technik... sehr gut. Das X bedeutet, es hat, Technik-Siegel drauf. Oh mein Gott, ich bin tot! Los,
Holt mich jemand hier runter, raus. Ich will ihm den Rest geben. Och, Kacke. Aufladung auch noch weg. Das ist ein Mist. Okay. Probieren wir mal anderes. Probieren wir es jetzt mal umzuwerfen, bevor er seine Elementkanone einsetzt. Ich über... Auf der anderen Seite, er könnte Stacheln haben. Vielleicht bin ich deswegen umgekippt. Moment, ich muss gerade mal gucken, ob da irgendwie Stachelschadenzahl aufblockt. So, jetzt muss ich gucken, dass ich das... Oh, oh, das kommt jetzt. Ja, ich bin geheilt. Ich bin geheilt. Das passt. Und, verdammt, ich stehe natürlich, natürlich, reihen sich genau in einer Reihe auf. So, der Todesstoß. Der Todesstoß. Ich habe das hier nicht geübt. Yes. Und der hat einen süßen Cloud Level Up. Zumindest ein bisschen. Und dann gucken wir mal, was hier drin ist. Was haben wir drin? Wüstenelement ist, glaube ich, sogar das, was ich brauche. Dann hat er eins geklaut. Dann hat er, haben wir eins hier drin. Und dann finden wir vielleicht hier nochmal eins drin. Aber die mache ich jetzt offscreen. Wir sehen uns dann quasi vor dem Tore wieder. Bis gleich. Vergesst, was ich gesagt habe. Das Wüstenelement ist, glaube ich, das Einzige, was ich hier nicht brauche. Deswegen muss ich die Viecher hier draußen nicht umbringen, sondern diejenigen welchen, die sich hier in der Mitte, hier drin, genau vor der Gefängnispforte sind. Da hinten Gegenstände, das sieht nicht so aus. Das sind nur blaue Lichter, blaue Fackeln. Und die Pforte öffnet sich. Sieht mal ein bisschen laufen. Das Finale ist zum Greifen nahe. Das Story-Finale, wohlgemerkt. Doch was erwartet uns hier drin? Neben Babel Shatros und anderen Nebula-Einheiten. Das erfahren wir ab der nächsten Folge von Let's Play Xenoblade Chronicles. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Wünsche euch einen wundervollen Abend.